So, wir gehen mal hier in das Waldstück rein. Das LED-Band ist auf 100% Leuchtkraft gestellt. Also bisher bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann mich hier sehr gut orientieren. So, auch mal schauen, was wir hier noch so alles finden. Ja, Samstagabend, kurz vor 6. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Timo2Go. Heute soll es mal wieder ein Unboxing geben. Und zwar bin ich im Discounter meines Vertrauens unterwegs gewesen. Ihr kennt das bestimmt. Man schlendert so durch die Angebotsreihen. Man braucht eigentlich nichts. Aber dann kommt einem dieser eine Artikel entgegen, wo man denkt, wow, nice to have. Und schon ist es geschehen. Ich habe wieder was gekauft. Was das ist, das zeige ich euch. Und zwar ist das diese Stirnlampe LED. Das Besondere daran ist, sie hat keine richtige Lampe, es ist so eine Art LED-Band und das schauen wir uns heute gemeinsam einmal an. So, dann wollen wir einmal kurz schauen, was hier im Lieferumfang enthalten ist. Hier haben wir einmal ein Ladekabel, USB-A auf USB-C und hier einmal die Stirnlampe an sich. Oh, so ein ganz weiches, gummiertes Material. Hier kann man schön sehen, das LED-Leuchtband, hier an der Seite das Bedienfeld, wo man auch den Akku laden kann. Und hier ist noch so ein kleiner LED-Spot. Ja, kurz noch zu den technischen Daten. Der LED-Streifen hat eine Leistung von 160 Lumen und der LED-Spot hat eine Leistung von 90 Lumen. Das Ganze in zwei Helligkeitsstufen einzustellen. Zusätzlich hat das Stirnband noch einen Handsensor. Das heißt, man kann die so einstellen, dass wenn man quasi mit der Hand an den Sensor geht, dass sich die Lampe einschaltet. Und wenn man die Lampe wieder ausschalten möchte, braucht man nur die Hand heben, den Sensor berühren und schon geht die Lampe wieder aus. Das Ganze schauen wir uns in der Praxis gleich einmal an. So, hier kann man schön sehen, die beiden Bedienelemente. Einmal drücken, das LED-Band geht an, 100% Leuchtkraft. Noch einmal drücken, 50% Leuchtkraft. Beim nochmaligen Drücken beginnt der LED-Spot zu leuchten mit 100% Leuchtkraft, beim nochmaligen Drücken 50% Leuchtkraft und beim nochmaligen Drücken ist das Band wieder aus. Das Besondere noch, wenn es einmal an ist, das Band, kann man hier den Sensor betätigen. Man sieht hier das rot-grüne Lämpchen, das signalisiert, dass der Sensor jetzt an ist. Gehe ich mit der Hand davor, ist das Band an, beziehungsweise gehe ich nochmal davor, ist es auch direkt wieder aus. So, das Band ist sehr weich, kann man in der Länge verstellen. Ich will es einmal aufziehen. Aber es sitzt wirklich ganz ausgezeichnet und vor allem, es ist total leicht. Hier sind die beiden Bedienelemente. Einmal an, volle Leuchtkraft. Einmal drücken, halbe Leuchtkraft. Dann haben wir hier einmal den Spot. Volle Leuchtkraft, halbe Leuchtkraft. Und das Band ist wieder aus. Ob die Lumenzahl ausreicht, das werden wir dann gleich sehen. Ich werde es mir hier jetzt so ein bisschen gemütlich machen. Und gleich, wenn es dunkel ist, dann gehen wir einmal in den Wald und schauen mal, wie stark die Leuchtkraft tatsächlich ist. Ja, es ist ja nicht so, dass ich keine Stirnleuchte habe, aber die Leuchte, die ich zu Hause habe, die hat hier vorne einen Spot. Und dann muss man halt immer den Kopf drehen und immer gucken, ne? Leuchtet der Spot tatsächlich dahin, wo ich gerade Licht brauche. Man kann das Ganze zwar vorne so ein bisschen kippen, um das so ein bisschen zu regulieren, aber trotz alledem ist es etwas nervig und die Lampe ist auch im Ganzen recht schwer. Zudem ist das LED-Band absolut leicht, es wiegt gerade mal 96 Gramm. Durch die Breite des LED-Bandes erhoffe ich mir halt einfach einen breiten Lichtkegel und kann so alles sehen. Und falls ich doch mal einen Spot benötige, um etwas weiter zu schauen, habe ich immer noch die Möglichkeit, hier den Spot zu aktivieren und kann halt so etwas weiter in die Ferne schauen. Ob das Ganze funktioniert und ob sich das bewährt, werden wir gleich sehen. Ja, mittlerweile haben wir es 20 nach 7. Wie ihr sehen könnt, ist es schon schön dunkel. Wir machen jetzt den Außentest und schauen, ob das Band das hält, was es verspricht. Los geht's! So, wir gehen mal hier in das Waldstück rein. Das LED-Band ist auf 100% Leuchtkraft gestellt. Ich kann mich hier ganz gut zurechtfinden. Das LED-Band hat ein recht warmes Licht. Das heißt, es blendet nichts. Ich kann alles recht gut erkennen. Also bisher bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich kann mich hier sehr gut orientieren. Wenn man das hier so alles so sieht, das warme Licht, Details, das ist wirklich alles hell genug. Wirklich tipptopp.
sind wir hier an so einer kleinen Hütte angekommen. Schaut euch das mal an hier. Richtig klasse. So eine kleine Hütte gebaut. Hier ist so ein, wie so eine Bank. Ein kleines Feuer. Also richtig stark. Man könnte glatt meinen, Joey Kelly ist hier gewesen. Also klasse. Also mit der Lampe bin ich wirklich sehr zufrieden. Auch hier diese Spot-Funktion. Wenn man hier irgendwie was sehen will, gibt es hier diesen Spot. Oh, habt ihr das gehört? Dieses Knacken? Ja, guck, da kann man richtig mit dem Spot schön leuchten, alles ausgucken. Also wirklich, wirklich super. Also es kommt einem schon mal so ein bisschen hier vor wie das Blair Witch-Projekt. Da muss man echt aufpassen, dass die Gedanken mit einem nicht durchgehen. Ja, schauen wir mal weiter, was wir hier noch so finden. Jetzt habe ich den automatischen Sensor aktiviert. Wenn ich die Hand oben an den Kopf halte, geht die Lampe an. Also das funktioniert auch ganz ausgezeichnet. Also bisher bin ich mit dieser Lampe mehr als zufrieden. Boah, was war da? Habt ihr das gehört? War das ein Fuchs oder sowas? Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht sehen. Hier? Ha? Ja, liebe Leute, da bin ich dem Tod doch so gerade nochmal von der Schippe gesprungen. Meine Herren, war das knapp. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben, Kommentar und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich würde sagen, Happy Halloween, euer Timo. Ciao.